die Erfolge, die wir mit der A&M jetzt erzielen, sind, dass wir über die Durststrecke halt im Herbst und Winter gut rüberkommen, aber auch im Sommer genug Anfragen darüber reinkommen. Wir machen das jetzt seit knapp 2 Jahren und sind so rund 80.000, die jetzt nur über diese Anfragen reingekommen sind, wobei wir dann auch viele Gewerbetreibende oder auch Endkunden, die uns dann weiterempfehlen, noch dazu reinkommen, die gar nicht mehr in der Liste auftauchen. Also es sind wahrscheinlich weit über 80.000, die wir damit machen und sind sehr zufrieden damit. Ich bin Andreas von der Firma Ditwood. Wir vertreiben WPC-Zäune und Terrassen. Das Unternehmen gibt es jetzt seit gut 8 Jahren. Ich bin seit 4 Jahren dabei, das übernommen habe. Ne? Wir sind mittlerweile 4 Mann, vertreiben im Gewerbebereich sowie auch an Endkunden. Alle bekannte Online-Shops kann man uns finden. Wir sitzen in der Nähe von Bielefeld. Also unsere Herausforderung war, dass wir halt sehr stark saisongebunden sind. Wir sind ja im Gartenbereich, machen Zäune und dann ist halt im Sommer, Frühling ist viel los und zum Herbst, Winter ist relativ wenig los, weil keiner im Garten ist und keiner daran denkt. Die wenigsten planen halt vor und dann war unsere Schwierigkeit immer, diese Zeit zu überbrücken. Da wurde es halt immer knapp, da wurde es eng, auch mit dem Geld dann natürlich, wenn nicht so viel reinkommt. Und das war halt die Schwierigkeit, die wir da hatten. Auf die A&M bin ich aufmerksam geworden. Ich meine, das war über Instagram. Das war gerade im Herbst, Winter, wo nicht viel los war und man Zeit hatte. Und dann ja, habe ich die A&M bei Instagram, ja, Werbepost oder was war das, gesehen. Habe die ein bisschen verfolgt, ein bisschen gegoogelt, recherchiert. Sahen sehr seriös für mich aus, kamen gut rüber. Und da habe ich mir das Erstgespräch erstmal gebucht und mir angehört, was die mir zu sagen haben, ob die uns überhaupt helfen können. Ne? Also beim Beratungsgespräch haben sie sich gut Zeit für uns genommen. Ne? War relativ lange, meine ich, was wir da geredet haben. Haben sich auch unsere Seite angeguckt, die Plattform, worauf wir verkauft. Also ich hatte nicht so das Gefühl, dass das jetzt einfach so nach so einem Skript abgearbeitet wird, sondern sich wirklich Gedanken gemacht haben und dass sich das analysiert haben und aber auch schnell gesagt haben, dass die uns auf jeden Fall helfen können und dass das gut skalierbar ist, was wir da machen. Und dann ja, haben wir uns gedacht, zu verlieren haben wir nichts, also testen wir das. Dann sind wir doch schnell zusammengekommen. Ne? Also der Ablauf mit der A&M ist bis jetzt sehr gut. Wir sind ja immer noch bei der A&M, sind wir sehr zufrieden daher. Ja, die A&M meldet sich regelmäßig von selbst. Man muss da nicht hinterherhaken oder wenn es ein Problem gibt. Selbst wenn wir was ändern wollen, wird sofort erledigt. Das Besondere bei der A&M ist, dass die selber auf einen zukommt, wenn man Probleme hat, Lösungen vorschlägt. Ich als Laie, sage ich mal, in Werbung, habe da nicht so viel Ahnung. Also wir arbeiten mit der A&M, mit der Software für die Anfragen und die Leads, die da reinkommen, die sehr übersichtlich ist, was ein super System ist. Wo unsere Mitarbeiter, also am Anfang habe ich es selber gemacht, um da reinzukommen alles. Jetzt haben wir das abgegeben, also einen Mitarbeiter, der das macht, was sehr überschaubar ist. Man sieht die Zahlen sofort, man sieht, wenn was nicht funktioniert, woran es liegt, was das Problem ist, warum wird gerade nicht verkauft oder auch warum wird gut verkauft, was können wir beibehalten. Ne? Das ist in der Software halt alles übersichtlich und gut erkennbar, auch welchen Kunden man gerade kontaktiert hat, welchen man noch kontaktieren muss, dass der nicht untergeht oder so. Also, die Software ist schon super. Also skeptisch am Anfang waren wir beim Erstgespräch mit der A&M, wo wir unsere Probleme geschildert haben und dann sofort von denen kam, ja, ist gar kein Problem, wir können das machen. Da wir noch vorher nie Werbung gemacht haben und das klang so einfach bei denen, ja, konnte ich mir das nicht vorstellen und war ein bisschen am Überlegen. Aber wir hatten nichts zu verlieren, haben es halt sofort gemacht dann und ja, wurden positiv überrascht, auf jeden Fall. Also wir haben uns für die A&M entschieden. Wir haben verschiedene Unternehmen verglichen, uns auch angeguckt, aber die kamen uns halt am sympathischsten rüber. Der erste Eindruck war der beste und ja, dass ich das selber mache, das kam mehr oder weniger nicht in Frage, da ich das ja alles neu lernen müsste und bis ich mich da angearbeitet hatte und dann auch keine Zeit für was die anderen Dinge habe, die ich erledigen muss, dann müsste ich dafür jemanden haben, kam das halt nicht in Frage. Die großen Vorteile, die wir dadurch haben, sind, dass wir die Anfragen also nicht selbst mal irgendwo suchen mehr müssen oder dass es ja jetzt Zeiten gibt, wo im Winter, Herbst, wo wir nichts zu tun haben oder so wenig, dass wir jetzt Personal beurlauben müssen oder sowas, weil eben durchgehend Anfragen da sind, da jeden Tag Anfragen reinkommen über die Anzeigen. Am meisten bin ich überrascht, dass die immer selber auf einen zukommen. Man muss da nicht hinterher, ich bin das gewohnt, immer hinterherhaken bei jedem, immer nachfragen, wie ist es denn und ne, wir haben doch was abgemacht und wann liefert ihr und so. Und da sind die immer schneller als wir selber. Also wenn die sehen, da hakt irgendwo was, die Anfragen gehen zurück, dann sind die schon selber da und rufen an und sagen, hey, was können wir machen, woran liegt es, liegt es an der Anzeige, ist irgendwas bei euch gerade, dass die immer selber auf einen zukommen. Also wenn uns jemand fragt, jemand nach Anzeigen sucht oder nach Kunden sucht, empfehlen wir immer die A&M mit gutem Gewissen.